Der Glückstag. Eine Frau saß morgens am Frühstückstisch und las ihr Wochenhoroskop. Oh, Peter, sieh nur, der Samstag wird mein Glückstag sein. Ist das nicht toll? Die Tage vergingen und ihr Glückstag kam immer näher. Peter, morgen ist es soweit. Die ganze Nacht hatte sie nicht schlafen können, denn seit 0 Uhr wartete sie auf ihr Glück. Bereits vor Sonnenaufgang stand sie auf, um ihr Glück nicht zu verpassen. Doch allmählich war es Abend geworden und der Tag war wie jeder andere vergangen. Es war Mitternacht und der Tag vorüber. Oh, Peter, das Glück hat mich betrogen. Nichts ist geschehen, nichts. Ihr Mann zuckte nur gelangweilt seine Schultern. Am nächsten Tag rief sie ihre beste Freundin an und klagte ihr Leid. Dann fragte sie, warst du gestern krank? Nein, nein, antwortete die verzweifelte Frau. Dann hattest du gestern einen Unfall, fragte sie weiter. Oh nein, kam die Antwort. Dann bist du vielleicht nicht satt geworden, hattest Schulden oder einen Todesfall in deiner Familie. Aber was redest du denn da? Natürlich nicht, mir geht es gut, antwortete die allmählich verwirrte Frau. Und dann willst du mir sagen, dass gestern nicht dein Glückstag war? Merke, jeder Tag, an dem es dir und anderen gut geht, ist ein Glückstag. Aufgabe: Denke über diese Geschichte nach und überlege, wann du das letzte Mal einen Glückstag hattest. Vielleicht gestern oder sogar heute?